Leute, ich freue mich, euch bei unserem dritten Video willkommen zu heißen. Wir hoffen, ihr seid immer noch zu Hause, genießt die Quarantänezeit, nutzt sie so sinnvoll wie möglich. Wir nutzen sie auch so sinnvoll wie möglich, haben richtig fett High-End-Sachen im Wert von 20.000 Euro eingekauft und wir werden die euch jetzt gleich vorstellen. Dann kommen wir auch schon zu einem ersten T-Shirt, das wäre das Balenciaga Paris T-Shirt. Das retailt mit um die 400 Euro und bei uns kostet es momentan 319 Euro. Wir hatten es in jeder Größe, nur leider sind die meisten Größen schon ausverkauft. Das hier ist jetzt eine XS und dadurch, dass das Quarantäne-Gym nicht läuft, denke ich, dass mir auch noch die XS passen wird. So Leute, das wäre dann die Größe XS für 1,83 Meter und 70 Kilo. Könnte man gerade so noch tragen, schon ein bisschen kurz, aber ja, wir haben es wie gesagt noch in der XXS und einer XS. Ich würde sagen, die XXS ist so für Leute zwischen 1,60 bis 1,68 und dann die XS von 1,68 bis so circa 1,75 sollte die super passen, weil Balenciaga eh so richtig Oversize ausfällt. Und ihr merkt schon, es ist hier alles gestickt, also ziemlich, ziemlich geil, was die Qualität betrifft. Und ist wie gewohnt in einem Oversize-Schnitt. Genau, finde ich persönlich ziemlich geil. So Leute, dann kommen wir auch schon zum nächsten Piece. Das wäre dieses Palm Angels Shirt. Ich habe das gleiche gerade in schwarz-rot an. Hier ein bisschen weiß-gelb. Da hat jede Stadt, wie ihr seht, Los Angeles hat hier weiß-gelb. Dann ich habe Hongkong an, das ist schwarz-rot. Und es gibt auch noch Paris und viele andere Städte, die alle andere Farben haben. Ist auch ziemlich geil. Also qualitativ kann man da nichts sagen, weil das kostet auch unter 200 Euro. Sprich, ich habe hier ein mega nice Sommer-Shirt für weniger als 200 Euro. Wegen der Größe würde ich sagen, dass das relativ klein sogar ausfällt. Hier, das ist eine Größe L, die ich gerade anhabe. Und jetzt kommen wir auch hier schon gleich zu 2XL, ja, bei immer noch den gleich bleibenden Maßen von mir. Ich werde das jetzt gleich anziehen. So Leute, hier frisch gekleidet in einer 2XL. Ihr seht schon, das kann ich easy tragen. Also sprich, wenn ihr ab 1,80 seid und noch dann ein bisschen mehr auf den Rippen habt als ich, könnt ihr das ohne Probleme tragen. Ich finde es ziemlich geil, auch vom Fit. Qualität ist auch sehr gut, ist ein bisschen dünner als das Balenciaga-Shirt. Kann ich nur jedem ans Herz legen. So, dann kommen wir zu einem weiteren Palm Angels Sweatshirt. Haben wir das hier. Ihr seht, wieder eine andere Farbe hier. Schwarz-Gelb diesmal. Auf Los Angeles. Auf der Rückseite sehen wir beim Longsleeve noch die ganzen Städte. Dann haben wir mal Milano, Los Angeles, Paris, Hongkong, Tokio, Shanghai. Shanghai ist weiß-lila, Tokio habe ich ehrlich gesagt keine Ahnung. Hongkong habe ich wie gesagt an. Paris müsste schwarz-lila sein, Los Angeles haben wir wie gesagt hier und Milano auch keine Ahnung, aber wird schon in der nice Farbe sein. Also es ist ein bisschen dicker, nicht so ein dünnes Longsleeve, wie es meist bei Off-White ist. Das ist wirklich eher so ein Sweatshirt, auf jeden Fall auch sehr groß geschnitten, muss man sagen. Und ja, ich würde das jetzt gleich mal für euch anprobieren. So, hier hätten wir das Longsleeve in einer XL. Ihr seht, das könnte ich eigentlich auch noch tragen. Ist mir jetzt persönlich ein bisschen zu groß, so würde ich es nicht tragen, aber es fällt einfach ein bisschen größer aus als das T-Shirt in 2XL. Deswegen ja, also wenn ihr über 1,83 seid, würde das euch auf jeden Fall gut passen. So, ich finde den Backprint bei denen ganz nice, das haben sie bei den T-Shirts weggelassen. Vielleicht Sparmaßnahmen, man weiß es nicht. Genau, also jetzt wären wir mit Palm Angels auch schon fast durch, aber wir machen jetzt mal weiter mit Off-White. Da haben wir ein paar richtig geile Shirts reinbekommen aus der ganz neuen Season SS20. Da hatten wir einmal das hier. Das hat einen ziemlich schlichten Frontprint, wie ihr sehen könnt. Und einen gesprayt, also sieht aus, als wäre es gesprayt, ein Backprint. Da haben wir das übliche Off-White Cross hinten drauf. Es fällt ein bisschen kleiner als die Off-White Shirts aus der vorherigen Season aus. Sprich, ich trage in meinen 1,83 und 70 Kilo ganz normal eine L. Und bei den älteren Shirts habe ich eine M getragen, teilweise sogar eine S. Ich werde das jetzt auch gleich mal für euch anziehen. So Leute, ich bin jetzt hier richtig frisch gekleidet in dem Off-White-Shirt, wie ihr sehen könnt. Hier Größe L. Ich finde, es fällt ziemlich gut aus, also es ist nicht mehr ganz so oversized, wie es früher war. Wir haben hier hinten im Nacken dieses altbekannte, extrem nervige Tag drin. Das würde ich jedem von euch empfehlen, direkt abzuschneiden nach dem Kauf, weil es einfach nur abfuckt. Und ja, kann man nicht so viel dazu sagen. Weißes Shirt mit einem nice Print drauf, eigentlich ideal für den Sommer. So Leute, dann kommen wir schon zum nächsten Off-White-Shirt. Da hätten wir einmal das hier. Ihr werdet nicht schockiert sein hier, das ist ein bisschen bunter als die anderen. Das ist in der Zusammenarbeit mit MCA entstanden. Das heißt irgendwie Off-White x MCA, Future Alien, wie auch immer. Wissen wir jetzt auch nicht genau. Also ihr seht, das ist ein bisschen bunter. Das hier ist sehr limitiert im Vergleich zu den anderen Shirts. Hat einen ganz, ja, ist jetzt nicht mein Design, muss ich ehrlich sagen. Aber es gibt viele, die finden es richtig geil. Deswegen ja, hier. Ihr seht, ein bisschen, wie gesagt, bunter. Das ist wieder relativ oversized geschnitten. Bei dem würde ich euch empfehlen, das Size Down zu gehen. Sprich, wenn ihr eine L habt, solltet ihr auf jeden Fall eine M nehmen. Ich werde jetzt gleich für euch eine M anprobieren. Ihr seht, ich habe es jetzt in der M an. Ziemlich oversized, ist größer geschnitten als beim Vorgänger, die L. Ja. Jungs, auch wir müssen jetzt mal zwischendurch Werbung einblenden. Da hätten wir ein paar neue Schuhe online reinbekommen. Dann hätten wir einmal den Supreme Air Force in Schwarz. Der ist in der Zusammenarbeit mit Nike entstanden. Auch ein echt geiler Basic-Schuh, bei dem kann man auch mal darüber hinwegsehen, dass schwarze Air Force nur Verbrecher tragen.
Dann hätten wir den Nike Air Jordan 1 Zoom. Er ähnelt dem Air Jordan 1 X Dior ein bisschen, also jetzt minimal. Und dann kommen wir noch zum weißen Sakai. Den hatten wir euch im vorherigen Video in schwarz vorgestellt. Jetzt haben wir hier den weißen. Sieht ziemlich geil aus, ist auch, wie ich finde, der ideale Sommerschuh. Jungs, checkt bei uns den Online-Store aus, wir würden uns freuen. So, jetzt geht's weiter mit der richtigen Arbeit. Kommen wir zum nächsten Off-White-Shirt. Da haben wir das hier. Ist auch aus der ganz neuen Season, hat vorne hier ganz minimalistisch das Off draufstehen, hat hier so ein kleines Etikett, das reflective ist. Haben wir auch erst im Nachhinein gemerkt, sieht ganz lustig aus, wenn man ein Foto mit einem Blitz macht. So, Backprint, klassische Off-White Cross im Gemälde. Ich finde, das Shirt ist mein Lieblingsshirt von der SS20 von Off-White. Und das fällt wie das vorherige Modell wieder normal aus, also nicht so übertrieben groß wie das MCA. Genau, ich würde das jetzt für euch gleich mal anziehen. So, hier getragen, wie gesagt, die Größe L, fällt nicht so oversized aus und ja, finde ich persönlich wieder ein ziemlich geiles Shirt. So, jetzt werden wir mit den Off-White-T-Shirts durch und kommen auch schon zu den Longsleeves. Hätten wir das hier reinbekommen, das ist Schwarz-Gold, auch aus der ganz neuen Season. Es liegt bei 249 Euro, Retail ist um die 300 bis 350 Euro. Ist ein bisschen dünner, vor allem im Vergleich zu den Palm Angels Longsleeve, da merkt man schon einen Unterschied. Genau, also das kann man mal im Sommer auch tagsüber bei 20 Grad auf jeden Fall tragen. Seht hier einen klassischen Off-White-Print wieder, zack. Und das fällt, wie ich finde, wieder minimal größer aus. Ich trage in dem aber ganz normal eine M oder eine L. Genau, ich würde es auch gleich für euch mal wieder anziehen. Nicht schockiert sein, das ist kein Kleid, das ist leider die Größe XL. Die ist mir ein bisschen zu groß, weil M und L und S einfach schon ausverkauft ist. Deswegen ja, ihr seht, XL ein bisschen größer hier auf jeden Fall. Ich finde es vom Komfort und allem eigentlich ganz nice, aber ist halt wie gesagt ein bisschen dünner als ein normaler Crewneck. So Leute, wir sehen jetzt mit allen T-Shirts und allen Longsleeves durch und kommen jetzt auch schon zu den Hoodies. Da beginnen wir ganz klassisch mit einem Off-White-Hoodie. Das ist der neuen Season. Retail müsste zwischen 400 und 499 Euro sein. Bei uns kostet der 349 Euro. Die sind logischerweise wie die klassischen Off-White-Hoodies ziemlich dick, also mega, mega nice. Und der ist ein bisschen cropped geschnitten. Sprich, ich würde euch empfehlen, einfach die ganz normale Größe zu nehmen. Ja, genau. Seht hier, es ist ein schönes Neongrün. Mit hinten im klassischen Off-White Cross drauf. Dann haben wir wieder den kleinen Reflective Tag. Was ich bei denen ganz geil finde, die alten hatten immer, ich weiß nicht, viele von euch werden es wahrscheinlich kennen, hier so Metallaufsätze. Jetzt ist das so ein nicer Gummi geworden. Sprich, wenn ihr zum Auto geht, schlägt ihr da keine Delle rein. Oder ihr fliegt euch auch nicht ins Gesicht und ihr brecht euch die Nase. Keine Sorge. Genau. Bro, what are you talking about, man? Ihr seht, fällt, wie ich finde, ziemlich nice aus. Der Fit gefällt mir echt sehr, sehr gut. Und ja, seitlichen Print drauf auf der Rückseite. Print, Kapuze, sehr angenehm, nicht zu groß. Und ja, geiler Hoodie, würde ich sagen. Kommen wir zu einem Off-White Crewneck. Hier, ihr könnt sehen, weißer Crewneck. Hat hier minimalistisch Off draufstehen. Reflective Tag. Seitlicher Print, Pfeile nach unten. Nicht klassischer Off-White Backprint, sondern ein Gemälde. Der fällt, was die Größe betrifft, relativ true to size aus. Sprich, ich trage mit einer Größe L auch die Größe L in dem. Und ja, der Retail liegt bei dem bei 400 bis 450 Euro, das variiert bei Off-White immer ziemlich stark je nach Seite. Bei uns liegt er bei 350 Euro, sprich unter Retail. Übrigens, bei uns sind alle von den Off-White-Sachen, High-End-Sachen, Balenciaga, Palm Angels unter Retail erhältlich. Also, wenn ihr bei uns online guckt, da ist ganz, ganz selten mal ein Artikel für wirklich Retail, das meiste liegt drunter. So, frisch gekleidet, Größe L. Fällt ganz normal aus und ja, ist halt ein weißer Crewneck, kann man jetzt nicht so viel dazu sagen. Jetzt kommen wir auch schon zu unseren beiden letzten Pieces, meiner Meinung nach auch die besten Teile, die wir reinbekommen haben. Das wäre einmal dieser Palm Angels Hoodie hier. Der ist schwarz, richtig schön dicke Baumwolle, ziemlich geil geschnitten, ein bisschen cropped, lange Ärmel. Und der hat einen Backprint, Frontprint, liegt Retail bei knapp 400 Euro, bei uns online liegt er bei 349 Euro. Mein absolutes Lieblingsstück, das wir reinbekommen haben. Ich habe mir den natürlich auch personell direkt gegönnt. Und ich würde den jetzt auch gleich mal für euch anziehen. So Leute, ich habe den jetzt in der L. Ich würde auch jedem empfehlen, die normale Größe zu nehmen. Der hat ein bisschen längere Ärmel, leicht curved geschnitten wie jetzt. Wie gesagt, hat hier auch keine nervigen Metallaufsätze. Da seht ihr den Backprint. Und ja, ich habe den jetzt gleich angelassen, scheiß drauf, ob 25 Grad oder nicht. Und jetzt kommen wir auch schon zum Balenciaga Hoodie, der auch wirklich, wirklich geil ist. So, aus der neuen Kollektion SS20 Retail müsste 649 Euro sein. Das, wie gesagt, variiert bei dem auch immer ein bisschen, manchmal auch 700. Der kostet bei uns online 599 Euro und wir haben dann noch genau zwei Stück. Und der fällt sehr, sehr eigen aus. Also mir passt in dem eine Größe M und ist noch oversized, aber
ja, jemanden, der 5 cm größer ist, würde auch die XXL komischerweise sehr, sehr gut passen, weil da tut sich nach oben nicht mehr ganz so viel in der Länge. Ich würde jetzt gleich mal die M anziehen und danach auch die 2XL. So, das wäre dann die Größe M. Ihr könnt sehen, der passt mir ideal, ist ein bisschen loose fit und der ist auf jeden Fall dünner als der Fallen Angels Hoodie, sprich das ist eher wirklich so ein Sommer-Frühjahres-Hoodie. Kein Backprint und ja, das ist die M. Jetzt kommen wir gleich auch schon zu 2XL. Viele von euch werden sich fragen, gehe ich mit den Zelten? Nein, gehe ich nicht. Einen Moment. So, hier sehen wir eine 2XL bei Balenciaga. Alles klar, passt mir auch perfekt. Mit nach wie vor 70 Kilo auf 1,83 Meter. Also bei dem macht ihr auch, wenn ihr ein bisschen größer seid, der 2XL auf jeden Fall nichts falsch. So viel zum Thema Balenciaga Sizing, ballert. So Leute, danke euch fürs Zuhören und Zuschauen. Ihr habt es bis zum Ende jetzt durchgehalten. Ihr könnt uns ja noch in den Kommentaren wissen lassen, was denn euer Lieblingsstück von den Artikeln, die wir euch vorgestellt haben, ist. Bleibt gesund, bleibt auf jeden Fall zu Hause. Bald haben wir es hoffentlich mit der Ausgangsbeschränkung geschafft und wir beenden das Video jetzt mit noch einem B-Roll. Da könnt ihr nochmal alle Sachen im Detail sehen. Haut rein, ciao!